Ich pflege einen nahen Angehörigen und bekomme dafür Rentenpunkte gutgeschrieben, kann ich mich zusätzlich freiwillig rentenversichern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Grundsätzlich gibt es zwei Hauptmöglichkeiten, wie man in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert ist. Entweder man ist pflichtversichert, dazu zählt auch die Antragspflichtversicherung, oder aber man kann sich freiwillig gesetzlich versichern. Und wenn Sie einen nahen Angehörigen pflegen, dann bekommen Sie unter bestimmten Voraussetzungen Rentenpunkte für Ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Das heißt, Ihr naher Angehöriger muss mindestens den Pflegegrad 2 nachweisen und Sie müssen für mindestens 10 Wochenstunden eine pflegerische oder betreuerische Tätigkeit nachweisen. Und genau diese Rentenpunkte oder Entgeltpunkte, die Sie hier bekommen, die erhöhen ja auch Ihren Rentenanspruch für die spätere Rente, die zählen als Pflichtversicherungszeiten. Das heißt also, wenn Sie eine solche Tätigkeit ausüben, können Sie nicht freiwillig gesetzlich versichert sein. Eine freiwillig gesetzliche Versicherung oder eine freiwillige Rentenversicherung ist in Deutschland nur möglich, wenn der Versicherte mindestens das 16. Lebensjahr erreicht hat, seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, EU-Bürger werden gleichgestellt und er nicht versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rente ist. Das heißt also, alle versicherungspflichtigen Tätigkeiten, wie zum Beispiel diese Pflegetätigkeit, die Sie ausüben für Ihren nahen Angehörigen, schließen grundsätzlich eine freiwillige Versicherungsmöglichkeit in der Rente aus. Denn eine Pflegetätigkeit übt nach § 3 oder löst nach § 3 SGB 6 eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rente aus, so wie ich die Voraussetzung gerade eben benannt habe. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.